Herzlich willkommen zu einer weiteren Aktienanalyse hier auf unserem Kanal. Heute schauen wir uns Sunrun an, der führende Solaranlageninstallateur in den USA. Mit dem Regierungswechsel in den USA und der damit verbundenen grünen Initiative könnte Sunrun hier in den nächsten Jahren einiges an Wachstum dazugewinnen, wobei das Wachstum der Firma jetzt schon recht gut ist. Aber wir schauen uns das jetzt ein bisschen genauer an. Bleibt dabei, es geht direkt los. Um ein besseres Bild von dem Unternehmen zu bekommen, werfen wir einen Blick in die Investor-Präsentation vom November 2020. Und da kriegen wir erstmal einen kleinen Überblick von dem Unternehmen geboten, und zwar, worum geht's? Sunrun bietet Lösungen für Rooftop-Solar, also Solarpaneele auf den Dächern, mit einer dazugehörigen Batterie, in der die Energie gespeichert werden kann. Gerade in den USA mit einem schlechten Stromnetz ist es gar keine schlechte Idee, wenn man so einen Puffer im Keller stehen hat mit einer Batterie. Mittlerweile haben sie über 500.000 Kunden und das Ganze in 22 Staaten in den USA. Das entspricht einem Kundenwachstum von 22% im letzten Jahr, was ihnen ganze 102 Millionen Dollar Cash in die Kasse gespült hat. Das Unternehmen wurde 2007 in San Francisco gegründet und ist Marktführer im Bereich der Heimsolaranlagen in den USA. Hier wird dargestellt, wie die Energieproduktion in den USA so ein bisschen an den Kunden vorbeigeht. Und zwar ist erstmal das Stromnetz in den USA sehr unzuverlässig mit sehr vielen Stromausfällen und natürlich haben sie eine ganze Menge an Naturkatastrophen wie Hurricanes und Feuer in Kalifornien zum Beispiel, die dafür sorgen, dass das Stromnetz natürlich sehr unzuverlässig ist. Außerdem setzen sie größtenteils noch Kohle und Erdgas für die Energiegewinnung ein. Nur ein kleinerer Teil geht auf Wind, Solar und Wasserkraft zurück. Und hier möchte natürlich Sunrun den Leuten anbieten, saubere grüne Energie direkt auf ihren Dächern produzieren zu können. Und das Ganze kann den Kunden natürlich schmackhaft gemacht werden, weil die Kosten für die Solarpanels in den letzten 9 Jahren um 65% gefallen sind. Und die Kosten für die Batterien sogar um 85%. Dementsprechend sind diese Lösungen sehr viel günstiger geworden und die Leute können sich das Ganze jetzt natürlich auch leisten, sich auf die Dächer zu schrauben. Und natürlich macht die Solaranlage auf dem Dach die Häuser sehr viel unabhängiger vom Stromnetz, weil sie natürlich ihre eigene Energie produzieren können. Und dementsprechend ist es auch sehr viel günstiger, die Energie dort zu produzieren, wo sie auch verbraucht wird, weil man das Stromnetz so nicht extra belastet. Und falls mal das Stromnetz ausfällt, kann man dann immer noch diese Batterielösung, die dann für Energie sorgt im Notfall. Da stellt sich natürlich die Frage, wie der Markt sich für Heimsolaranlagen entwickelt in letzter Zeit. Und zwar haben wir im Moment eine Abdeckung von 3% der Häuser nur. 3% in den ganzen USA. Und dann geht man davon aus, dass das bis 2030 bereits 13% sein sollen. Und da haben wir natürlich noch eine ganze Menge Raum nach oben. Ja? 13% ist ja auch noch keine große Zahl. Wobei wir hier sehen, dass die Staaten natürlich mit der meisten Sonne hier auch die größte Abdeckung haben. Mit Hawaii angeführt bei 32% gerade, dann Kalifornien mit 15% und dann im Rest von den USA mit 2%. Und da ist natürlich Sunrun hier an Stelle Nummer 1, hat hier seinen Vorsprung auch nochmal ausbauen können im letzten Jahr. Und obwohl sie auf Platz Nummer 1 sind, machen sie weniger als 1% des gesamten Energieverbrauchs in den USA aus. Also haben wir da noch eine ganze, ganze Menge Raum zum Wachsen. Und womit gewinnen sie ihre Kunden für sich? Und zwar haben die Kunden natürlich einen sehr großen Kostenvorteil. Der Großteil spart nämlich zwischen 5% und 45% im ersten Jahr, wo sie diese Solaranlage auf dem Dach haben. Dann spielt natürlich der Nachhaltigkeitsaspekt eine sehr große Rolle und das Backup schützt vor Stromausfällen. Außerdem kann man natürlich den eigenen Strom verbrauchen, wenn er gerade teuer ist im Stromnetz, zur Hauptverbrauchszeit nämlich. Und wenn der Strom günstig ist, kann man dann seine Batterien wieder aufladen sozusagen. Dementsprechend kann man sich hier so ein bisschen antizyklisch verhalten mit seinem eigenen Stromnetz zu Hause. Und hier unten rechts sehen wir, dass der Strom gewonnen durch die Solaranlage auch sehr viel günstiger ist als die herkömmliche Stromgewinnung, die übers Netz kommt. Mit einer Preisersparnis zwischen 14 Cent pro Kilowattstunde und 17 Cent pro Kilowattstunde. Und was bei Sunrun natürlich besonders stimmt, ist das Kundenwachstum. Wir hatten allein im Jahr 2019 ein Kundenwachstum von 26% in einem Jahr. Und davor waren die Raten sogar noch größer, mit 31% und 37%. Und das kann sich hier an der Stelle sogar nochmal beschleunigen durch den Regierungswechsel in den USA. Hier sehen wir mal eine Abdeckungskarte von Solaranlagen, die hier Sunrun in Betrieb hat. Das wären diese gelben Punkte und die lilanen Punkte sind Häuser mit einer Batterielösung. Und das Ganze ist hier in Südkalifornien. Wir sehen, wir haben ja schon eine sehr gute Abdeckung, aber natürlich kann das noch verbessert werden. Wir waren ja in Kalifornien erst bei 15%. Für den Umsatzverlauf werfen wir noch einen Blick auf investing.com. Da sehen wir hier die Umsätze für die verschiedenen Jahre. Und zwar sind wir da gestartet in 2016 bei 450 Millionen. 2017 waren wir dann schon bei 530, 2018 bei 760 und 2019 bei 860 Millionen Dollar.
Der Gewinn ist immer so ein bisschen am Schwanken, da sind sie jetzt noch nicht so wirklich beständig, aber sie haben eine Bruttomarge von über 22% und mit steigenden Umsätzen und einem weiteren Ausbau des Solarnetzes wird das Ganze ja auch noch weiter nach oben laufen. Für 2020 fehlt uns noch ein Quartal, da können wir jetzt mal auf die letzten drei Quartale schauen. Da hatten wir einen Umsatz von 210 Millionen, einen Umsatz von 181 Millionen und 209 Millionen. Also sind wir jetzt gerade so um die 600 Millionen Dollar. Wenn das vierte Quartal jetzt noch mit dazukommt, dann könnten wir also auch wieder in dem 800 Millionen Dollar Bereich landen, wie damals 2019. Außerdem wird der Gewinn dieses Jahr wohl eher mager ausfallen. Aber die Aussicht des Unternehmens in die Zukunft sind natürlich sehr viel besser. Tja, welcher Marktphase können wir Sunrun zuordnen? Sie haben auf jeden Fall schon Fuß gefasst in den USA, sind Marktführer. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind steigende Gewinne und stabile Gewinne. Deswegen würde ich sie hier ans Ende der Bewährungsphase stecken, denn es fehlt nicht mehr viel bis zur Etablierung. Dann fassen wir die Aktie nochmal zusammen. Wir haben eine Marktkapitalisierung im Mid-Cap-Bereich mit 12 Milliarden Dollar. Das Wachstum ist schon ganz gut auf jeden Fall bei Sunrun. Könnte jetzt natürlich in Zukunft noch weiter ausgebaut werden durch den Regierungswechsel in den USA. Die Kursstärke war bis jetzt schon wirklich enorm. Also wir hatten hier eine Kurssteigerung von über 300% im letzten Jahr. Das Produkt, was sie anbieten, ist leider nicht so innovativ, weil sie ja die Solaranlagen eher nur installieren und in Betrieb nehmen auf den Dächern ihrer Kunden. Dementsprechend gibt es hier keine so hohe Stufe. Und was man auf jeden Fall bei dem Unternehmen im Auge behalten muss, ist der Verlauf der Schulden, weil wir hier schon in einem eher kritischen Bereich sind. Was den Trend angeht, können wir unten rechts an den drei Pfeilen erkennen. Und zwar haben wir hier den langfristigen, mittelfristigen und kurzfristigen Trend, alles positiv. Was den Kurs anbelangt, haben wir jetzt eine wirklich starke Steigerung schon gesehen und es hat sich hier ein Aufwärtstrend gebildet und weswegen ich euch die Aktie auch jetzt gerade vorstelle, ist, weil wir gerade an diesem Trend wieder angekommen sind. Also es kann gut sein, dass der Kurs jetzt hier wieder abdreht. Zwei Fakten sprechen dafür und zwar einmal, dass wir jetzt gerade am 38er Retracement angekommen sind, die letzte Bastion sozusagen vor einem Trendwechsel und die Trendlinie, die uns hier als Unterstützung dient. Außerdem sehen wir auch, dass der RSI hier in den neutralen Bereich zurückgekehrt ist, jetzt gerade bei 40 liegt, was ein ganz guter Wert ist für einen Trendwechsel in einem starken Aufwärtstrend. Der MACD zeigt allerdings hier schon einen Farbwechsel an, dementsprechend könnte hier demnächst ein Trendwechsel stattfinden. Allerdings waren kurzfristige Fehlsignale in der Vergangenheit hier auch immer möglich. An dieser Stelle bietet sich auf jeden Fall ein gutes Chance-zu-Risiko-Verhältnis, weil man hier Stops relativ nah unterhalb dieses Trendkanals setzen könnte. Ihr seht, ich habe euch mal wieder ein aussichtsreiches Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien mitgebracht und das sogar noch zu einem perfekten Einstiegszeitpunkt. Dementsprechend, falls ihr noch nicht abonniert seid, dann klickt einfach hier unten rechts auf den roten Abonnieren-Knopf, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine günstige Einstiegsgelegenheit mehr in Zukunft. Natürlich werfe noch einen Blick in die Trendinvest-Kristallkugel, um zu schauen, wie der Kurs sich im nächsten Jahr weiterentwickeln könnte. Dementsprechend tragen wir hier 365 Tage für die Zukunft ein. Run ist das Symbol für Sunrun und wir sehen hier den Verlauf des Kurses in den letzten 1,5 Jahren und dann die Prognose für das nächste Jahr. Die statistische Analyse basiert auf den letzten 1000 Tagen und dementsprechend sollten wir zu 50% innerhalb dieser mittleren zwei schwarzen Balken landen. Das wäre ein Preis zwischen 89 Dollar und 160 Dollar und zu einer Wahrscheinlichkeit von 80% sollten wir in den äußeren zwei schwarzen Balken liegen und das wäre ein Preis zwischen 70 Dollar und 257 Dollar. Ihr seht, nach oben hin ist das Ganze aufgeweitet, dementsprechend gab es hier immer mal wieder Ausreißer in den positiven Bereich bei der Aktie in den letzten Jahren. Der Erwartungswert liegt hier bei 128 Dollar. Und das ist ja schon fast eine Verdopplung des Kurses, wo wir sind nämlich jetzt gerade bei 69 Dollar dieses Jahr. Wenn ihr mehr Informationen zur Trendinvest Kristallkugel haben möchtet, dann schaut doch einfach mal hier oben rechts in dem Video vorbei. Dort habe ich sie ausführlich erklärt. Und dort könnt ihr sie auch runterladen. Und damit sind wir am Ende unserer Vorstellung für heute. Was haltet ihr von Sunrun? Seid ihr schon in der Solarbranche investiert? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Außerdem habe ich hier oben rechts noch einen Spec in der Solarbranche für euch. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Und ansonsten hier unten rechts noch ein paar andere Unternehmen, zu denen ich Aktienanalysen gemacht habe. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.